Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Kitsche auf EOS und wir sind hier auf der Suche nach allen möglichen Sachen, unter anderem nach Drohnen, da gibt es ja Schatzkisten. Wir passen uns an jede einzelne Welt an, so hält man die Dinge am Laufen. Ja. Wir sind so gut ausgerüstet wie nur irgendwie möglich. Gil hat den Nomad perfekt auf EOS eingestellt. Mhm, sehr schön. Also hier eine Kette gefunden und Relikte. Und dann wollen wir auch noch die Pots aussetzen, Anführungsstriche gesetzt von wegen aussetzen, als kleine neue Station. Ja, die Problem haben wir mit Munition, die wir ja nicht so leicht bisher, also hatten wir ein Munitionsproblem. Gucken wir doch mal, ob wir hier vielleicht ein bisschen Munition finden. Diese Alien-Tech hat alle Formen und Größen, aber wozu ist sie da? Tja, das werden wir vielleicht irgendwann rausfinden, im Augenblick jedenfalls. Ich wüsste auch gern, wo die Aliens geblieben sind. Wir sind ja immer nur die Reste von ihnen. Ja. Irgendwelche Relikte. Na. Ja. Oh, ich habe sogar geschafft, auf der schmalen Wand zu landen. Aber wo sind die Bewohner? Wo sind sie hin? Keine Ahnung. Abgesehen von der Frage, wo kommen sie her? Das ist auf jeden Fall ein Behälter. Das sind ja unglaublich interessante Behälter. Da müsste jetzt auf der Karte so ein Reliktzeichen sein. Oh, guck mal, was da ist. Ist ja eigentlich theoretisch, hä? Ist aber nicht. Mhm. Tja. Nun ja. Scheint ein Relikt von der Unwichtigen. Pepe kann mir ja alles erzählen. Das meiste glaube ich, bis ich das Gegenteil sehe. Und dann frage ich mich natürlich, was er mir da jetzt erzählt hat. Wenn ihr was erzählt, dass man immer so ein Reliktzeichen, so ein Glyphenzeichen sieht, wenn man die Kiste aufgemacht hat, die da ist, wo dieses Gebäude der Relikte, wo sich das Gebäude der Relikte befindet. Und es müsste auf der Karte eigentlich ein Relikt sein, blaues. Also so ein Glyphenzeichen. Ich fürchte, das ist nicht eingezeichnet. Siehste? Nö. Schon, siehste. Völlig unwichtig. Siehste. Da hat man eins. Und das ist grün, als erledigt gekennzeichnet. Ja, oder türkis. Wir schon ja, gut, dann grün türkis. Na gut, dann gehen wir jetzt zur nächsten. Frauen kennen immer viel mehr Farben wie Männer. Richtigen Kiste. Mhm. Ja. Oh. Und dann kommen wir zum... Ach, guck mal, hier runter. Da hat's wieder Freunde, oder? Die, ja. Ja. Ach. Die bekämpfen sich gegenseitig. Hast gesehen, wie er unterm Sand läuft? Ich weiß, das kennen wir ja schon. Das ist ja für uns jetzt inzwischen. Hm. Das sind aber wirklich viele. Gewesen. Naja, einer ist wenigstens noch da. Guck mal, der Cora spielt mit dem. Oder er mit ihr. Sind zwei, die gegen Cora vorgehen. Sag, mit dem müsste er fertig werden. Cora. So, da hinten ist, glaube ich, irgendwas, eine Kiste oder sowas oder was auch immer am Wasser. Okay, alles klar. Hm. Naja, da hinten läuft. Oh ja, lass mal das Ding, das sind Viecher so oder irgend sowas. Käfer rum. Ja. Nee, was ist das denn für ein Stöpsel hier? Das sieht aus wie eine Konsole mitten im Nirgendwo. Ja, es ist auch eine Konsole. Ach. Hm. Vielleicht sollte ich da erstmal speichern. Das würde ich auch machen. Hm. Vielleicht gibt es eine Brücke. Das wäre nicht schlecht, hä? Ja, wäre gut. Tatsächlich. Von wegen tatsächlich. Das nennt sich dann Brücke. Ja. Au. Du musst ja noch nicht rübergehen. Muss ich jetzt nicht holen. Nee, musst du nicht. Jetzt holen wir uns erstmal die Kiste. Erst wollen wir uns die Kiste holen. Hier gibt's noch Fluorid. Dann sollten wir so einen Pott aufstellen, damit wir vielleicht mal Munition genau. Kriegen. Was ist das hier? Platin. Platin. Ja. Ah. Die Bodenschätze sind deutlich besser geworden hier. Meinst du, die profitieren auch von der sauberen Luft?
Tja, scheint so. Nein, das glaube ich eigentlich eher nicht. Aber es ist ja hier sowieso ein Märchen. Ach, geh doch weg. So, was haben wir hier? Wo soll das sein? Ist das hier? Bist du die Kiste? Keine Ahnung. Sieht aber mal, sehr interessant aus. Die Kiste ist ja, hallo, was bist du denn für ein Kriecher? Der leuchtet ja. Na, er hat geleuchtet, bevor er tot war. Jetzt leuchtet er nicht mehr. Wo ist meine Kiste? Ja. Ich will meine Kiste. Vielleicht ist sie da. Guck mal, das sieht so aus. Ist sie das? Ja. Ja, sehr gut. Ich dachte, ich müsste klettern. Wow, sind immer interessante Sachen drin. Oh, Krühe-Munition, Brandmunition, Overdrive-Pack. Was ist ein Schildgenerator? Aha. Macht in der Ausrüstung 2% Schildregeneration. Mhm. Also so eine Verbesserung. Und ja? Der macht, der Disruptor, der macht Schildschaden. Mhm. Sind das auch Sachen, die man einbauen kann irgendwo? Ja. Gut. Ja, ja. Na nett. Moment mal, was war nochmal ein Overdrive-Pack? Ah ja, richtig, der lädt alles neu auf. Mhm. Gut. So, sind immer schöne Sachen ja, drin. Ja, sind schöne Sachen drin. Gut. Na dann. So, ansonsten war hier ja nichts weiter. Naja, wir sind nicht allein, nicht klar. Ach, das ist nicht mein... Au, sag mal, war da eine Mine? Ich weiß nicht. So, aber jetzt komisch. Gibt's hier Minen? Das hat fast danach ausgesehen, ne? Hm. Ah, hier gibt's Überreste. Oh. Eine Neurospule. Hm. Ja, das waren wohl Überreste von einem Relikt. Man kann mal noch auf die Karte gucken, nachdem du dich hier umgeschaut hast. Und es gibt nach wie vor keine Munition. Ja. Aber es gibt hier auch nichts, wo du dich heilen kannst. Also, falls du jetzt das nötig hättest. Von daher. So. Na, dann wird's Zeit, dass wir unseren Pott. Sag ich die ganze Zeit schon. Holen. Der müsste jetzt. Da. Genau. Guck mal, da ist noch können. Was. Aber. Was? Was ist da? Oh, keine Ahnung. Irgendwas. Blauer Punkt. Die Leute wollen hierher kommen. So, wie sie auch nach Andromeda kommen wollten. Der Unterschied ist nur, dass sie jetzt wissen, was sie erwartet. Hm. Ja. Genau. Schön da. Oh. Gut so. Mal rein, mal hin. Da wollten wir ja eigentlich hin. Wir wollten uns irgendwo nicht zu aus. Der Nomad kann nicht angefordert werden. Der ist ja auch schon da. So, da müssen wir uns ein neues Ziel suchen. Ja, holst du nicht erstmal Munition? Oder kommt die Munition jetzt ganz automatisch? Das kommt automatisch. Okay. Hier unten war nichts weiter erstmal. Dann kommt hier der nächste. Ja. Na gut, aber wie kommen wir da jetzt hin? Ah ja, doch, hier ist ja mit den. Ja, ja, okay. Ja. Gehen wir da erstmal hin. Wir müssen nach Nordwesten, dann kommen wir auf die Straße und dann müssen wir erstmal der Straße folgen. Ja. Gibt es da auch irgendwelche Drohnen noch? Gibt es da noch irgendwelche anderen Sachen, die wir suchen? Wir suchen doch auch immer noch diese Sachen mit den verschwundenen Vorräten, oder? Ja, aber da habe ich unterwegs nichts gesehen auf unserer Richtung. Mhm. Jetzt müssen wir einfach hier die Straße nehmen. Mhm. Anders kommen wir hier wohl nicht durch die Berge. Okay. Hier haben wir ja ein ziemlich steiles Gebirge vor uns. Da muss ich dann nochmal schon anstrengen.
Ich habe leider auch keine vernünftigen Verbesserungen für den Nomad gefunden. Aha. Gibt es solche? Ach, da gibt es eine ganze Menge schöner Sachen. Mhm. Aber die kriegen wir wohl noch nicht. Mhm. Da müssen wir wohl noch ein bisschen größer werden. Da. Ach, guck mal, hier Feinde. Sind schon wieder. Sieht aus wie Platin, was da ist, oder irgendwas. Ja, oder irgendwas. Lithium, also irgendwas Helles. Gut. Irgendwas ist hier und es sieht gar nicht so schlecht aus. Tja. Ah, das war jetzt dann. Gut. Mhm. Ja. Ah, da haben wir aber eine Menge roter Punkte jetzt. Mm, vier Stück. Ich glaube, die sind jetzt stinkig. Ja. Jetzt mögen sie uns nicht mehr. Na, ich glaube, da sind sie ja fast menschlich. Oh, da kommt einer. Ja, da kommt einer. Und du solltest nachladen. Und du hast noch einen Schuss, ich weiß, aber. Ja. Ich mit meiner Granate komme, ist er schon lange weg. Ich glaube nicht. Ich glaube, du hast ihn erwischt. Der war vorhin, glaube ich, noch da. Meinst du? Glaube ich, aber komisch mit Irren. Ist auch erwischt. Was war das? Diese Reliktstätte hat die Geißel angelockt, Pathfinder. Instabile Aktivität in der Nähe. Aha. Achso, wir haben ja auch noch die Sache mit den Hämmern. Aber die sind ja unterirdisch. War, glaube ich, der letzte, ja. Ich würde auch sagen, dass es so ist. Oh, was ist das? Behälter. Ein Behälter? Na? Ja, oh, anorganisch. Ich würde schon sagen, anorganisches Schmiermittel ist da bestimmt drin. Recht hatte ich. Ja. Ich habe es gedacht, aber es ist wirklich so. Es war klar. So da hinten, das ist. Ja, was ist das? Lithium oder? Nee, Cadmium ist die Knolle. Mhm. Oh ja. Auch recht. Egal. Nehmen wir alles. Mhm. Von oben kann man immer besser gucken. Ja, da hinten ist noch was, oder? Oder was ist das? Pathfinder, in ihrer Nähe befindet sich Ausrüstung der Nexus. Ach, guck an. Hä? Forschungsnotizen. Anna Karel, kommt mir so bekannt Karel. Vor, ja? Anna Karel. Von der haben wir schon mal was gelesen. Ja. Besteht irgendeine Hoffnung, dass diese Forscherin noch am Leben ist? Das ist unwahrscheinlich. Hm. Vor der Aktivierung des Gewölbes hat die Strahlung hier bei längerer Exposition zu tödlichen Gesundheitsschäden geführt. Tja. Okay, aber vielleicht hat ja wenigstens ihre Arbeit überlebt. Wir müssen die anderen Forschungsstätten finden. Ja, müssen wir. Da hat sie wohl gearbeitet. Ja. Ja, ist gar nicht uninteressant, das neue Gebiet hier. Ja. Habe ich den Nomad wieder so weit weggeparkt? Ich parke den immer Kilometer weg. Sollte ich mir abgewöhnen. Warum? Oh ja, muss ich immer so weit laufen. Na, so weit laufen musst du ja nur wirklich nicht. Sie können diese Welt gerne haben. Selbst ohne die Cat würden nur wenige von uns je hierher kommen. Ja. Das glauben wir dir gerne. Ja. Vielleicht kannst du dir mal ein paar Millionen Jahre ansehen, dann sieht sie bestimmt viel besser aus. Ah, oder auch nicht. Oder schon wieder nicht mehr gut. Und gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Nee, ist nichts auf der Karte. Nein. Okay, dann können wir hier schnurstracks. Mhm. Mehr oder weniger Richtung Norden. Ja, und da ist auch noch so eine Wunderkiste. Richtung Norden? Ah, hier geht's lang. Halt, halt.
Ja, ich glaube, ja, wenn man da runterfährt. Ich frage mich, was alle diese Teile der Reliktech früher waren. Und ich frage mich, was sie kaputt gemacht hat. Das ist eine gute Frage. Ja. Aber es sind Fragen. Ist doch schon wieder Cat hier. Das sind doch die Cat, die da fahren. Ja. Sägezahnplateau. Es erinnert an den Kiefer eines Drachen. Aha. So, na dann werden wir gleich wieder kämpfen können. Wir können ja mal unser kleines Fahrzeug im Schatten abstellen, damit es etwas auskühlt. Gut. Okay, wir fahren jetzt erstmal hier hoch. Ja, nähern Sie sich Munitionskisten. Zeig uns doch welche. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Ja, schön. So, oh Mann, hier ist eine Munitionskiste. Guck mal. So. Aber unsere Munition wird hier sowieso automatisch aufgefüllt. Verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie Ihrem NAV-System hinzugefügt. Das ist nett von dir, danke. Oh, das sieht ja alles ganz interessant aus hier. Was ist denn da hinten? Das sind wohl nur Tiere, oder? Nee. Oder? Was sind da blaue Punkte? Sehr komisch. Ziemlich unbevölkert aus, das Ganze. Ja, und warum? Auf jeden Fall ist es Relikt-Tech mal wieder. Ja, das ist klar. Die kann ich nicht sehen. Nö, na gut, ich hatte hier zwei blaue Punkte gesehen, aber nein, da habe ich mich bestimmt geirrt. Auf jeden Fall gibt es hier Munition. Jo, aber die müsste ja der Pott aufgefüllt haben, hat er ja, auch. Ja, hat er ja auch. Und jetzt frage ich mich natürlich immer, wenn da Munition ist, erwarten die, dass wir hier kämpfen? Passiert hier irgendwas? Soll hier irgendwas also passieren? Da ist ein blauer Punkt, ich habe mich doch nicht geirrt. Auf jeden Fall ist ein blauer Punkt da. Ich dachte, ich hätte zwei gesehen. Aber ein blauer Punkt ist hier. Ja, es klingt auch wie ein Relikt. Ja, ich glaube, weiß ich nicht, aber ich meine, die machen doch normalerweise, werden die Tiere auch mit blauen Punkten erstmal aufgeführt. Nee, werden sie nicht gezeigt. Glaube ich nicht. Das sind ganz schön viele hier. Nee, es sind vielleicht dann doch die Tiere, oder? Ja. Oder? Und? Der tut ja gar nichts. Ja. Der auch? Nee, der was? Schon. Oh. Das hätte er nicht machen sollen. Das war keine gute Idee von ihm. Ja, da sind die Tiere auch, haben auch blaue Punkte. Ja. Damit wäre diese Frage schon mal beantwortet. Die sind neutral, solange man sie nicht angreift oder ihnen zu nahe kommt. Oder wenn sie kommt, einen irgendwie nicht so als deswegen Feind einschätzen. Wohl dann blau. Mhm. Hier kann man eventuell runtergucken. Ja. Sehr interessant. Sehr. Guck mal, das ist auch ganz interessant da hinten. Was ist denn das für ein komisches Ding? Für ein Berg. Sieht aus wie eine Pumpe hier. Ja, schon, aber darüber der Berg daneben, wie der aussieht. Nee, ein Stößel. Guck mal, der rammt da irgendwas in die Erde. Vielleicht ist es das, was. Bam. Was hier so komische. Cats sind das. Ja. Das Ding sieht doch auch komisch aus, der Felsen, oder? Ja, der Felsen sieht, aber hier sind einige Felsen, die komisch aussehen. Ja, stimmt. Mal gut. Das sind auch so komische Plattformen, die aussehen wie Relikteingänge oder Aufzüge. Vielleicht spielen die nochmal irgendwann eine Rolle. Im Augenblick jedenfalls nicht. Kann schon sein, im Moment jedenfalls nicht. Okay, aber wir haben wieder einen Pott. Ja. Da gibt es auch noch eine Ding hier, eine Schatzkiste. Aber naja, die brauchen wir auch nicht unbedingt. Hier gibt Steine klopfen. Ja, kann man auch machen. Nichts mehr hin.
Wow, hast du schon viele gescannt. 2 von 16. Puh. War das der hier? Ja, der ist doppelt. Oh, guck mal, der Nomad rutscht ja zurück. Na gut, dann fahr gleich zurück. Naja, wenn du jetzt dahin fährst, wirst du wahrscheinlich kämpfen müssen, weil da sind Cat. Ganz offensichtlich. Würde ich sagen. Sind hier Cat? Oh. Ich sehe hier keine Cat. Nein, aber ich sehe blaue Punkte. Blaue Punkte sehe ich, ja, das sind doch diese Tiere. Was steht denn da, läuft da rum? Diese drei hier Leute, sind das, die habe ich doch vorhin gesehen, die habe ich doch gemeint. Ah, das meintest du. Oh Mann, du fährst mir auf die zu, das reicht. Warum eigentlich nicht? Da kannst du die genauso zerquetschen wie die Shamrocks. Das hat denen aber nicht besonders getan. So. Der nächste, das ist Cora. Lass unsere Cora in Ruhe. Ja, jetzt hier. Noch einer. Zack. Na los. Die werden mal weg. Ja. Hey, was ist das denn? Das wollte Platin, ich gerade... Platin, das sah schon aus wie Platin. Du sollst ja, nicht drauf nicht kaputt bauen, machen, sondern deswegen abbauen. Oh. Macht aber gut Schaden, diese Kroganer-Hammer. Ja, er ist nur ein gut bisschen Schaden. Sehr langsam. Aber gut, dass Platin mal, da was machen kann, dass der ein bisschen schneller wird. Mhm. Was haben die gemacht hier? Eine Sommerfrische, hä? Ob die hier nur grillen die wollten hier oder so? Gemütlich gemacht, das sieht ja wirklich gemütlich aus. Also auf Cat-Art halt. Ja. Ja, irgendwo sieht es auch mal Stühle haben sie hingestellt. Ja, ja. Das sieht aus wie Stühle. Ja. Ja, guck Stühle, mal. Tische. Du, die wollten hier wirklich bestimmt grillen. Hoffentlich keine Menschen. Ja, das kann schon sein. So ein richtiger Sonnenschirm, ne, den sie da aufgebaut haben. Ja. Nett. Na ja, es ist ja auch ein bisschen warm hier in der Gegend. Ja, guck ja mal, die haben sich hier richtig gemütlich ja eingerichtet. Auch Cats sind nur Menschen. Guck mal, ja, da hinten sind wieder welche. Auf jeden Fall sieht das aus wie Figuren, die da rumlaufen. Oder was ist das? Man da nicht weit sehen von deiner Säule entfernt. Ja. Ne? Zwei. Die gehen eher in der Wüste spazieren. Wir haben viele Welten an die Geister verloren. Mit anzusehen, wie eine mehr oder weniger zurückerobert wird, ist merkwürdig. Na, ich weiß aber nie, ob du jemanden damit umbringen kannst. Das glaube ich eher nicht. Da ist noch einer, mindestens. Und der ist ja nur spazieren gegangen. Und außer auch noch ein Erwählter. Hat ihn aber nicht... Ah ja, geht so. Der ist auf jeden Fall weg. Würde ich auch sagen. Und unsere Freunde haben den anderen erledigt. Ja. Damit ist der Fall für uns erledigt. Okay, wo wollte ich eigentlich hin? Ja, du wolltest eigentlich dahin, wo du das Ding gesetzt hast. Und ja, da waren die ja. Wo habe ich das Ding ja gesetzt? Bist du jetzt drüber weggefahren vielleicht. Scheint so. Und deswegen ist es gelöscht. Ja, ja. Und das hier ist Steine. Da wollte ich hin. Ja. Hier ist ein Stein zum Klopfen. Ach Mann, das ist auch blöd, dass man da ewig weit weggehen muss, bevor man eine Marke setzen kann. Da ist er. Hm. Ein undokumentiertes Mineral ohne Entdeckung. Genau, weiter. Danke. Aber hier mal, was wollen die ganzen sind auch Cat. Cat. Hier. Ja, du schießt immer auf den Ding hier, auf den Felsen. Und? Es reicht. Gut ja kann er fliegen, ja? Ja, der wird so schnell ja, nicht zurückgekrochen. Ja, man merkt langsam, kommen, dass ich die Biotik etwas ausgebaut habe. Inzwischen ist sie schon besser zu gebrauchen. Das ist noch ein hat blauer ausgesehen, Punkt. Ausgesehen, als wäre da was. Ja, das ist ein blauer Punkt noch. Unsere Freunde laufen noch irgendwas. Aber. Wo?
Aber wonach? Ich suche das Mineral jetzt erstmal. Ja, hol's. Also auf jeden Fall ist hier irgendwas, ein Mineral. Da, siehst du das? Das Mineral ist andere. Was immer, oder ist das kein Mineral? Links. Links. Platin. Das ist Platin. Ja, eben, aber das dachte ich mir, sollte man sich trotzdem holen, auch wenn man nach was anderem sucht. Ist natürlich nicht das, was wir suchen. Das weiß ich, aber ist doch egal. Meistens sind das ganz klitzekleine Fussel. Die sind immer ganz gemein versteckt. Da ist aber auch mehr da, wo du dein Ding aufgebaut hast, dein Marker. Hier, da ist es. Nein. Falsch. Das ist er. Ja. Schon hinterlistig. Element-Zero-Probe. Ja? Gut. Jo. Gut. Haben wir erledigt. Na gut. Dann wäre es das. Drei hast du schon. Gut. Die sind immer gut versteckt. Mhm. So ein kleiner Fussel in der Landschaft. Ja. So, unser nächstes Ziel ist wo? Der nächste Pott. Oh ja, weit. Ja. Den hier erstmal. Nicht weit weg. Okay, da müssen wir erstmal. Ja, und der ist ja nicht näher. Was denn? Der untere Schatz, was ist mit dem? Der hier? Ja, der. Oh ja, den könnten wir eigentlich als erstes anpeilen. Ja. Hast recht. Der ist hier. Weil du sowieso in die andere Richtung nachher musst, von daher. Naja, ich meine, besser kann man es ja gar nicht machen. Das bist du rausgefallen. Das wollte ich gar nicht. Ja. Halt, einsteigen. Ja, ich glaube, das war jetzt etwas, ein bisschen sehr übertrieben. Ja, so gut ist er noch nicht. Da muss man noch ein bisschen was an ihm rumbasteln, bevor er sowas packt. Na gut, dann krabbeln wir eben. Sind wir wieder bei unserem Pott? Ja. Ja. Ja, ja. So, also wo war meine Markierung oder? Wieder? Da. Da ist sie. Ja, die sehen schon lustig aus, die Felsen hier. Ja. Ja, wir gehen dann hier gleich wieder runter. Ja. Über Stock und über Stein. Oh ja. Oh, oh. Nö. Ich dachte, wir fallen schon runter. Ja, tun wir ja auch gleich. Aber so wir fallen auch gleich runter. Da ist es. Aber nicht ganz. Ich hoffe, du hast die Bremse auch irgendwo angezogen. Nicht, dass er von alleine runterfällt. Ich habe sie nicht gefunden, die da, Handbremse. Hier. Geh mal dahin, zu deinem Marker. Ja, da. Wundertüte. Mhm. Platin, 6 Stück immerhin. 6 Stück Platin. Aber du brauchst ja jetzt Kupfer, ne? Ja. Tja. Oh, da liegt keine. Oh. Immer wieder nett. Was kann man mit den Reliquien machen? Kann man die verkaufen nur oder kann man was damit basteln? Ich glaube, damit kann man auch was machen. Aha. So, also Rückwärtsgang. Hier gibt es noch Fluorid oder einen Busch. Die sind manchmal so schlecht zu unterscheiden. Ja, das war das Absicht, ja, ne? Fluorid. Dass er da einfach rausfällt aus dem Ding? Ja, ich bin während der Fahrt abgesprungen. Ach so. Tja, mein Gut, dass du nicht so leicht kaputt gehst. Aber da ist was. Das ist aber, glaube ich, wieder ein Tier. Na egal. Ja, das. Ach, diese Käfer. Sägezahnplateau. Vielleicht ist auch ein Sägezahntiger. Ja. Gibt es was wie ein Sägezahntiger, okay, oder gibt es noch einen Säbelzahntiger? Wir bleiben auf dieser Höhe, wenn das geht.
Er ist nur Munition. Ja, tut mir leid. Tut dir leid? Ja. Also irgendwie finde ich das ja fast frech, wenn du das sagst. Weil es ja nämlich wirklich nicht leid tut. Element Zero ist hier. Element Zero. Das hat sich gelohnt, hier auszusteigen. Und bitte was? Ach, lass doch diese dämlichen Käfer. Ja, würde ich auch sagen. Lass die. Kommt ihr eben auch aus der Erde raus? Ja. Oh. Nee, wir wollen... Wir wollen in diese Richtung. Da werden wir gerade wieder welche abgesetzt. Ja. Also kannst du denn die nächsten... Nämlich in der nächsten Folge werden wir da wieder kämpfen müssen. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss erstmal. Ja, wir fahren noch ein Stückchen näher, dann wissen wir, weil das was wir eigentlich wollten. Ja. Ja, okay. Guck mal, da unten haben sie wieder welche abgesetzt. So, ja, ist doch ein schöner Platz. Da sind wahrscheinlich immer welche, guck mal, und nicht wenige. Ja, ja, da scheint einiges scheint ihnen wichtig zu sein, der Orte. Ja. Und sollen sie da nicht immer welche absetzen? Ja, da führt auch die Straße auf das nächste Plateau da hinten. Das mag sein. Guck mal, was die da hinten alles gebaut haben. Und da hinten, und wir haben ja gesehen, da hat es auch gebrannt. Da müssen wir auch noch hin und gucken. Ja, ja. Da ist noch einiges los. Ja, hier brennt es ja auch noch. Genau. Okay. Na gut, bis zum nächsten Mal dann, ja. Ciao. Tschüss.